Freistaat Thüringen. So digital ist Thüringen. Wie künstliche Intelligenz unseren Alltag verändert. Es spricht der Geschäftsstellenleiter des Zentrums für Lernende Systeme und Robotik, Dr. Stefan Hagedorn. Na, die KI findet sich ja mittlerweile in eigentlich vielen Bereichen unseres täglichen Lebens, also sowohl im Privatleben, aber auch im Unternehmensumfeld. Und zum Beispiel haben wir digitale Assistenten, die für uns Anrufe tätigen oder das Licht im Haus steuern. Und auf der anderen Seite haben wir auch Produktionsanlagen, die mittlerweile überwacht werden können durch Digitalisierungsmaßnahmen. Und diese Daten werden dann zum Beispiel benutzt, um Fehler zu erkennen oder auch überhaupt zu überprüfen, ob die Maschine noch korrekt läuft. Unter KI versteht man ja im Allgemeinen Techniken und Algorithmen zur Bilderkennung zum Beispiel oder zur Verarbeitung von natürlicher Sprache, aber auch zur Ableitung von Regeln und Mustern aus den Daten. Und verwendet man jetzt diese Technologien einzeln oder zusammen, dann lassen sich Systeme entwickeln, die zumindest die menschliche Intelligenz imitieren können. Für den Alltag der Menschen bedeutet das im Wesentlichen, dass sie vermehrt mit intelligenten Computern oder Robotern interagieren werden, die ihnen dann konkrete Aufgaben abnehmen werden oder zumindest erleichtern können. Mit dem TZR wollen wir natürlich Ansprechpartner und Vermittler für alle Akteure auf dem Bereich KI in Thüringen sein, um sie insgesamt besser zu vernetzen, den Austausch zu fördern und aber auch ihre Interessen gegenüber der Politik und auch der Gesellschaft besser zu vertreten. Konkret bieten wir zum Beispiel Workshops und Seminare an, damit die Unternehmer selbst entscheiden können, ob sich denn der Einsatz dieser Technologien für sie lohnt und wie sie damit weiter fortfahren können. Es spricht der Professor für Neuroinformatik und kognitive Robotik, Horst Michael Groß. Ja, Sie sehen hier einen interaktiven Rehabilitationsroboter, also eine Form der verkörperten künstlichen Intelligenz in einem Robotersystem. Und dieser Rehabilitationsroboter wird in zwei Anwendungsgebieten eingesetzt. Zum einen als Assistenzroboter in der Schlaganfallnachsorge. Er trainiert also mit Patienten nach einem Schlaganfall und versucht, sie wieder körperlich oder geistig zu mobilisieren durch Laufübungen. Ein anderer Anwendungsfall wäre der im Bereich der Endoprothetik, also nach einer Hüft- oder Knieoperation, trainiert er mit seinen Patienten wieder ein korrektes Gangbild. Dazu analysiert er das Laufverhalten mittels seiner Kameras, bewertet aufgetretene Fehler und korrigiert aktiv, sodass noch während der Übung eine Korrektur des Laufverhaltens erfolgt und damit Fehler, die sich eingeschliffen haben, auch wieder beseitigt werden können. Es spricht der Professor für Qualitätssicherung und industrielle Bildverarbeitung, Gunther Notini. Wir sind jetzt hier gerade in einem Labor, wo wir uns mit der Entwicklung von Verfahren zur bildbasierten Erkennung von Naturstoffen insbesondere beschäftigen. Dort spielen Verfahren der KI, also des maschinellen Lernen, eine große Rolle. Es geht zum einen um Naturstoffe wie zum Beispiel Steine oder dann später Beton, also rezyklierte Baustoffe. Das hat einen sehr hohen wirtschaftlichen Nutzen, weil zum Beispiel über 50 Millionen Tonnen Bauschutt anfallen. Und um diesen wiederverwenden zu können, muss dieser getrennt, sortiert werden in seine Einzelbestandteile. Das können wir mit diesem System hier realisieren. Derzeitig werden nur 5% wiederverwendet. Wir wollen diese Rate natürlich deutlich erhöhen. Es spricht erneut der Geschäftsstellenleiter des Zentrums für Lernende Systeme und Robotik, Stefan Hagedorn. Sollten Sie sich also für die Themen KI, lernende Systeme oder Robotik interessieren, egal ob als Anbieter solcher Lösungen oder als Unternehmer oder Forscher, der diese Technologien für seine Projekte einsetzen möchte, dann steht Ihnen das TZR mit seinen Partnern jederzeit gern zur Seite. So digital ist Thüringen. Im Auftrag des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und digitale Gesellschaft.